Sebastian Zauner ist bei uns und natürlich wollen wir auch mit ihm einen kurzen Blick zurückwerfen auf das Spiel am Mittwochabend in Frankfurt. Es scheint eine deutliche Niederlage gewesen zu sein vom Resultat her, aber der Spielverlauf war komplett anders. Wie hast du es erlebt? Ja, also das Resultat spielt auf jeden Fall nicht das Spiel wieder. Also wir haben defensiv gut gespielt, haben dagegen gehalten. Frankfurt ist im ersten Drittel sehr hart gekommen. Wir sind natürlich 1-0 in Führung gegangen, haben unsere Chance genutzt. Dann ist Frankfurt im zweiten Drittel, denke ich, ein bisschen schwächer geworden und da haben wir ein bisschen Auftrieb. Und im dritten haben sie natürlich ihre Chancen genutzt. Marco hat viele rausgesaved. Also der hat wieder ein gutes Spiel gemacht für uns, hat uns im Spiel gehalten. Und auf jeden Fall morgen, denke ich, wird ein enges Spiel. Was ist aus deiner Sicht der größte Unterschied zwischen Bietigheim und Frankfurt? Konntet ihr den gestern Abend schon ausmachen? Ja, also Bietigheim war sehr abgeklärt. Die Verteidiger haben sehr viel Routine gehabt, dadurch, dass die auch schon so lange zusammenspielen. Frankfurt hat ein bisschen mehr Speed, spielen ein bisschen mehr Tic-Tac-Toe, cyclen ein bisschen mehr offensiv. Da müssen wir schauen, dass wir defensiv noch besser stehen und ihnen weniger Chancen zulassen. Der Trainer hat dich in dieser Saison schon auf verschiedenen Positionen eingesetzt, mal offensiv orientiert, jetzt wieder defensiver orientiert. Hat er mit dir gesprochen, auf welcher Position er dich jetzt gegen Frankfurt sieht? Ja, müssen wir erstmal abwarten, wie es mit den anderen Spielern ausschaut, wie wir besetzt sind. Also wo mich das Team braucht, also da werde ich spielen und alles fürs Team geben. Wo siehst du dich eher oder was ist vielleicht die Position, die dir eher zusagt? Ja, ich denke eher defensiv bin ich besser aufgehoben als offensiv. Aber natürlich, ja, wie der Trainer entscheidet und das Team mich braucht, da muss ich dann angreifen. Warum sollte man sich das Spiel morgen Abend gegen Frankfurt anschauen, Spiel 2 im Halbfinale? Weil es Playoff ist und Playoffs das Geiste ist, was Eisige zu bieten haben und Halbfinale ist natürlich. Das ist eine Ansage, dann nichts wie in der Energieverbund-Arena. Viel Erfolg morgen Abend.